Moin, meine Lieben, und willkommen zu einer Runde mit Toxic Time, ja, in der Werkstatt. Und zwar geht es heute, ihr habt es im Titel gelesen, es geht um Dekor, um Veränderung von der Dicken, von der Renegade. Wir spielen einmal kurz das Intro ab und dann legen wir los. Da sind wir auch schon wieder. Unschwer zu erkennen, die Renegade, die ich habe, ist ja die Triple Black Version. Finde ich optisch einfach eine mega, mega geile Farbzusammenstellung. Ich habe mir natürlich, wenn ich mir ein Quad hole, habe ich vorher immer schon genau die Ideen, was mache ich daraus, wie möchte ich es, wie soll es nachher aussehen, und die Fahrzeuge, die ich mir kaufe, sehen am Schluss immer ganz, ganz anders aus. Bei der Triple Black hier, wie gesagt, ich finde die Farbkonstellation an sich schon richtig, richtig genial. Sieht total edel, sieht böse aus und ja, ist, hat so ein bisschen Eleganz in sich. Ich wollte eigentlich, war mein ursprünglicher Plan ein ganz, ganz anderer. Ich hatte mir dekormäßig was überlegt gehabt, wo nur ganz, ganz wenig Farbanteile drin sind. Da ging es eigentlich mehr so um Bronze- und Goldtöne, sollte so ein bisschen mit rein, um so ein bisschen kleiner Eyecatcher zu werden. Hatte mir das alles so ein bisschen so zurechtgelegt, so auf dem Rechner schon mal so zusammengestellt und so, wie würde das aussehen und alles, und hatte auch meiner Frau dann gezeigt. Und wie gesagt, nachdem ich ihr dann so die ganzen Designvorschläge, als ich so an Umbaumaßnahmen alles so machen wollte, so gezeigt habe, waren wir uns beide einig. Es ist wird eine sehr, sehr edle Nummer werden, das ganze Kram. Ja, dann hat es mir die Frage gestellt, aber bist das dann auch du? Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, naja, normalerweise sind meine Maschinen ja immer mehr so ein bisschen irgendwas Buntes, was Knalliges, irgendwas nicht normal. Und so dezent bin ich eigentlich gar nicht. Und es gab noch ein anderes Design und Dekor, das hatte ich mir eigentlich für eine andere Maschine überlegt gehabt. Und da habe ich gedacht, naja, mal sehen, wie das bei der wohl aussehen mag. Das ist das, Hustler heißt das, glaube ich, das Dekor, das Design. Der überwiegende Farbanteil von dem Dekor ist orange, türkis und grün. Wie gesagt, die waren mein Favorit für eine andere Maschine und ich habe mir das dann auf der überlegt. Es gab so ein paar Beispiel-Grafikdateien. Da habe ich gesagt, ja, das ist, glaube ich, doch schon eher das, was ich will. Ich habe echt lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es waren fast 30 Minuten, dann habe ich mir das Dekor-Kit bestellt. Das war auch wirklich eine komplette Sinneswandlung irgendwie. Weil ich wusste ja, dass ich die Maschine haben will, dass ich auch in der Farbe haben will. Und Triple Black war mir besonders wichtig, weil ich wusste, ich werde was mit Dekor machen. Ich möchte das Grunderscheinungsbild komplett ändern. Und da ist es halt immer einfacher oder es kommt besser raus, wenn es wirklich alles in einer Farbe ist, damit man nicht zwischendurch, weil ich mir noch nicht sicher war, wie gesagt, erste Idee war gewesen, mit Bronze- und Goldtönen zu arbeiten. Und dann ist es halt doof, wenn zwischendurch irgendwie gelbe oder weiße Verkleidungsteile sind. Deswegen sollte es unbedingt Triple Black sein. Für das neue Design ist es aber auch gut, dass es die Farbe hat, damit zwischendurch nicht noch irgendeinen kleinen Farbausreißer gibt. Ihr braucht euch jetzt aber keine Sorgen machen, es wird jetzt kein klassisches wir kleben ein Dekor-Video. Wie gesagt, wie man das macht, habe ich schon mehrere Videos von gemacht. Auch das letzte Video, was wir mal hochgeladen hatten, war auch schon nicht mehr bis ins Detail mit Erklärung, wie man was macht, weil das gibt es hier schon auf dem Kanal. Wenn euch das interessiert, worauf man achten muss und mit Föhn, mit Angleichen und Formen und so weiter, alles erklärt. Könnt ihr euch gerne angucken. Heute geht es wirklich nur um so ein bisschen Zusammenschnitt. Also das heißt, ihr seht am Ende vom Video auch wirklich das fertige Ergebnis und müsst nicht sehen, wie ich stundenlang irgendwelche Rakel hin und her schiebe, um Bläschen aus der Folie rauszudrücken. Zum Dekor, bestellt. Wie gesagt, Darkside Studios habe ich es ausgewählt gehabt. Da hatte ich es halt damals auch gesehen gehabt. Da kam mir dann auch auf die Idee auf Annes von ihrer Bunten, das Dekor. Weil ich hatte ihr quasi auch das so als Favorit gezeigt und das andere halt auch. Und dann sie fand das andere aber viel, viel toller. Bin ich jetzt echt froh drüber, weil sonst hätten wir das Gleiche. Ich will euch auch nicht ganz so lange auf die Folter spannen. Es ist relativ schnell angekommen. Ich habe es natürlich noch individualisieren lassen. Das heißt, es ist Toxic Time und auch die 78 mit auf dem Dekor vorhanden. Es war bestellt, ist knapp eine Woche. Eine Woche war alles fertig. Und hier Preise zu dem ganzen Dekor-Kit waren, also mit Dekor-Kit, mit Versand und mit Steuern liegen wir bei ca. 500 Euro, hat jetzt der ganze Spaß gekostet. Und es ist viel. Es wird definitiv das größte Dekor-Kit, was ich jemals geklebt habe. Eigentlich wollte Anne auch mitkleben, allerdings kommen wir gerade zeitlich nicht ganz so voreinander. Es fällt schon auseinander, weil eigentlich, sie hat es schon gesehen, hätte sehr, sehr gerne mitgeklebt. Aber wie gesagt, wir kriegen, sie hat gerade andere Termine, deswegen mal sehen. So, ich habe sie jetzt schon mal ausgebreitet. Es sind sehr viele Bögen. Wir haben hier, halten wir mal hoch, schon mal zwei Bögen vom Dekor her.
Ihr könnt sehen, es ist bunt. Das Thema von dem Dekor kann man hier ganz gut erkennen auf dem Fenderbereich hinten. Und zwar geht es quasi um einen Graffiti-Sprüher, den wir hier haben. Hier ist noch ein Teil von dieser Sprühdose zu sehen, der hinten auf dem Kotflügel drauf ist. Ihr könnt auch hier oben seiner Mütze schon sehen, da steht Toxic Time 78 mit drin. Der ist quasi hinten auf dem Kotflügel drauf und das restliche Fahrzeug komplett bis vorne wird sich mit Graffiti überziehen. Also das neue Dekor wird echt bunt und knallig und alles andere als einfach nur schlicht schwarz. Wie gesagt, das sind die kleinen Bögen. Einmal Teil 1, Teil 2, dann haben wir hier noch einmal Teil 3 und jetzt kommen wir zu den großen Bögen. Das ist einmal Teil, oh Gott, jetzt muss ich, da haben wir 16 zu 9, halten wir es mal quer. Einer von den großen Bögen und da ist auch schon der letzte Bogen. So, das sind alles sehr, sehr große Teile. Wie gesagt, ich stehe ganz am Anfang. Ihr seht hier noch den Can-Am-Aufkleber an der Seite, ist noch dieses grau-schwarze Camouflage-Muster drauf. Das muss ich jetzt erstmal alles runterpulen. Da habe ich mir diesmal ein bisschen Hilfe zugeholt. Hier so ein Klebstoffentferner, dessen Marke wir nicht nennen werden. hilft ganz gut, wenn man jetzt so einen Kleber abgerissen hat. So ein, hast ja meist noch irgendwie so Klebereste auf der Verkleidung. Und mit dem Zeug draufsprühen, wartest irgendwie eine Minute, danach nimmst du einen Lappen und wischst es einfach nur weg. Klappt wunderbar. Wir werden jetzt so ein paar Videoschnipsel reinmachen, wie so die ersten Erscheinungen sind so zwischendurch. Und wie gesagt, das Video wird jetzt mehrere Tage dauern. Deswegen werde ich jetzt auch nicht eine Kamera komplett durchlaufen lassen. Ich werde nämlich jetzt gleich hier schön Musik anmachen. Machen wir hier gleich einen kleinen Cut. Ihr seht nachher so einen kleinen Zwischenstand, wie es schon mal aussieht, der Anfang. Und das fertige Ergebnis müsstet ihr aber auch gleich im Video sehen. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Und ich bin echt gespannt, wie wir es aus diesem kleinen, schlichten, eleganten Sportler schaffen, eine echt crazy Maschine zu bauen. Und ich freue mich schon so riesig. So, kleiner Zwischenschnitt. Es sind jetzt sechs Stunden knapp vergangen. Und ihr könnt sehen, ich habe die Hälfte fertig. Die Hälfte hier ist beklebt, die andere noch nicht. Wie gesagt, es ist sehr, sehr detailreich. Ich habe jetzt genau die Hälfte der Bögen weg. Hier liegen jetzt noch 2,5 große Bögen von den 5. Nee, oder? Doch, ja, 2,5 liegen hier noch. Ich nehme euch jetzt gleich erstmal in die Hand und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen schon mal so einen kleinen Detail-Leak an, beziehungsweise können wir jetzt mal so von der einen zur anderen Seite rüber switchen. Und man sieht den Vorher-Nachher-Effekt, glaube ich, dann relativ deutlich. So, wir fangen mit so einer kleinen Vogelperspektive an. Ihr könnt sehen, die Seite hier ist noch komplett tief schwarz und unbeklebt. Und auf der Seite habe ich schon richtig losgelegt. Es gibt keine einzige Kante, Falte, nichts, was nicht beklebt ist. Also wirklich rundherum in jede Ecke, das ist mächtig viel Arbeit gewesen bis jetzt. Hier durch das Licht kommt das jetzt gerade gar noch nicht ganz so gut rüber mit den Farben. Ich habe jetzt diese ganzen LED-Spots quasi, die ich hier zum Arbeiten gebraucht habe, damit das hier vernünftig ausgeleuchtet ist. Aber tada, es entstehen schon mal so langsam, ja, ihr könnt sehen selbst, das ist hier diese Halterung, wo ich das beim Koffervideo erzählt habe. Da habe ich die Platte oben jetzt abgenommen, deswegen ein Teil wird leider durch die Platte verdeckt, so bis hierhin, dieses kleine Stück. Ja, wenn der Koffer drauf ist, ist leider der ganze Kopf weg, aber gut, wenn wir ohne unterwegs sind, ist alles schön zu sehen. Nach vorne hin, also auch die Kotflügel Innenseiten, sehr, sehr schön. So, einmal den Schwenk vorher. Ja, schlicht, schwarz, nackig und gereinigt und entfettet. Also ihr könnt auf jeden Fall sehen, es wird sich einiges und gravierend an dieser Maschine ändern. Sie wird nicht mal ansatzweise nachher vom Original mehr zu erkennen sein. Aber wie gesagt, ich bin so froh, dass dieses Dekor-Kit wirklich komplett alles abdeckt. Jede kleinste Kleinigkeit. Das ist richtig schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber für heute ist jetzt wirklich, wie gesagt, allein das Kleben hat jetzt 6 Stunden gedauert. Davor halt noch Aufbauen von der Beleuchtungsgeschichte hier. Und was habe ich noch gemacht? Gereinigt, genau. Aufkleber abgezogen. Boah, ich freue mich. Das wird wieder ein sehr, sehr schönes Projekt. Und bunt, schrill und alles andere als normal. Das gefällt mir sehr gut. Also, kleiner Cut. Und ja, im nächsten Schnitt sind wir auch schon bei morgen. So, ein neuer Tag. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden, gleich rausgegangen. Das heißt, jetzt haben wir, ich habe heute noch mal 5 Stunden jetzt am Kleben verbracht für die zweite Hälfte.
Ja, das heißt, in Summe haben wir 11 Stunden kleben gehabt plus ja, 1,5 Stunden ungefähr Klebereste entfernen, aufbauen und so weiter. Und es ist fertig. So, ohne groß Tamtam. Da ist es. Ja, das neue Dekor im Hassler Design. Ich nehme euch gleich in der Hand und zeige es euch. Es ist der Oberknaller. Hinten ist jetzt die Grundplatte für den Kofferträger und sowas noch nicht drauf. Damit man sich das jetzt alles nochmal in Ruhe angucken kann. Ich würde es euch gerne draußen sehen. Ich habe vorhin, wo mal ganz kurz ja, eine Regenpause war, die Türen aufgemacht, das mal so ein bisschen rausgezogen. Im Sonnenlicht kommen die Farben nochmal ein bisschen anders rüber, noch ein bisschen knalliger, finde ich. Ich hätte es euch gerne draußen gezeigt, dass man auch vernünftig drum rumlaufen kann. Das ist hier leider nicht so möglich, weil es ein bisschen zu eng ist. Darum machen wir jetzt hier erstmal diese Handvariante. Und das nächste Mal, wenn wir unterwegs sind, dann zeige ich es euch natürlich richtig schlicht und dezent. Ist definitiv vorbei. Jetzt ist das Ding auch wirklich im Toxic-Style. Es gefällt mir so, so gut und ja, passt, glaube ich, persönlich so in der Art besser zu mir. Ich weiß, viele stehen da mehr so auf schlicht, dezent und sowas alles, aber es muss ja vom Typ her zu mir passen und nicht zu irgendwem anders. Und deswegen, ich bin total happy gerade. So, kein Drumherum, ich schnappe jetzt die Kamera und wir gucken es uns mal ein bisschen von nahen an. Es ist auch wirklich alles beklebt. Alles an Oberfläche ist komplett abgedeckt. Es gibt keine ja, Restverkleidung. Jetzt komme ich hier nicht drum, muss einmal rüberklettern. Auch auf der Seite wunderbar alles beklebt. Hier liegt der Motor ja so ein bisschen offen. Das heißt, wir haben hier ein Verkleidungsteil weniger wie auf der anderen Seite. Das zeige ich euch gleich nochmal. So, jetzt können wir hier vernünftig mal eine kleine Birdview machen von dem Heckteil. Ja, wie gesagt, im Fokus sind definitiv halt die Sprayer oben in der Mütze. Schön dezent drinnen Toxic Time, oben die 78. Durch den Koffer wird es leider verdeckt, nicht dran gedacht, aber naja, gut, so ist das halt. Ja, Hauptbestandteil sind natürlich diese Screaming Hands. Die finde ich richtig, richtig klasse. Damals Jugendzeit, Skaterzeit, Santa Cruz, wer kennt es nicht, den Zusammenhang. Gefällt mir richtig, richtig toll. So, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen runterwandern. So, jetzt seht ihr hier an der Stelle dieses kleine Verkleidungsteil. Das ist halt nur auf dieser Seite. Deswegen sieht das auf der Seite, finde ich, auch ein bisschen vollständiger aus, das Dekor. Weil halt dieser Sprayer quasi unten noch ein bisschen weiterläuft. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Verkleidung einfach gar nicht. Und jetzt auch die Kotflügel-Innenseiten, wie gesagt, komplett beklebt. Selbst die ganzen Außenkanten, also wo die Verkleidung quasi abfällt, sind komplett mitbeklebt, also auch rundherum. Auch auf der Rückseite sind die Stoßkanten außen komplett mitbeklebt. Einmal ringsherum. Jetzt haben wir nochmal die Sicht, die ich quasi so habe. Es ist erschlagend, oder? Es ist eine Farbenexplosion. Ich freue mich schon aufs erste Mal fahren. Was ich auf jeden Fall demnächst machen werde, ist der Lenker, der wird schwarz kommen. So, hier sieht man nochmal die Front von vorne oder von oben. So, damit haben wir es quasi auch schon jetzt aufgelöst. So sieht die Maschine jetzt aus. Ich weiß, es werden sehr, sehr viele drunter schreiben. So ein Scheiß, das sah vorher besser aus und sonst was. Ja, so ist das halt mit Geschmäckern. Wie gesagt, ich finde es mega, mega klasse. Ja, es gehört auch eine gehörige Portion Mut dazu, wirklich diese Farbenexplosion zu nutzen. Aber wie gesagt, ich bin gerade echt, echt happy. Jetzt ist die Maschine wirklich, jetzt passt sie zu mir. Ja, ich freue mich schon, wie gesagt, tierisch darauf, es im Tageslicht vernünftig sehen zu können. Aber wir haben hier Regen und wenn es nicht regnet, haben wir Hagel. Und wie gesagt, es ist jetzt frisch beklebt. Ich werde die Maschine jetzt auch wirklich 24 Stunden erstmal komplett in Ruhe lassen, dass das alles vernünftig hier sich austrocknen kann und will ja jetzt nicht noch riskieren, irgendwie durch die Gegend zu fahren, gerade wenn ja, draußen die ganze Wassergedöns vom Dreck und alles hochspritzt und falls denn doch ich irgendwie morgen noch eine Lücke erkennen sollte, wo vielleicht der Kleber sich gelöst hat oder sowas, möchte ich nicht, dass da Dreck reinkommt. Ja, das war mein ja, Veränderungsvideo von der Tausender Renegade. Wie gesagt, es geht hier Schlag auf Schlag. Ich habe noch ein paar Teile hier liegen, die noch dran müssen. Und ich habe auch schon wieder gestern Abend ein paar Teile bestellt gehabt. Die müssten auch in den nächsten Tagen ankommen. Es wird sich wandeln. Es wird sich schnell wandeln. Und wie gesagt, ich konnte es nicht abwarten. Wie gesagt, das fertige Bild der Maschine habe ich schon im Kopf drin. Muss nur noch in die Tat umgesetzt werden. Und ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Schreibt eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare rein. Auch wenn es euch nicht gefällt, schreibt es ruhig rein. Es ist ja nicht schlimm. Wir haben nicht alle den gleichen Geschmack. Das ist auch richtig gut so. Ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben. Und in diesem sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.